Hier soll es darum gehen, wie wir unsere Kunstwerke letztendlich speichern und auch darum, wie wir Fehler finden oder schneller finden, falls wir welche gemacht hätten. Also kommen wir zum Speichern der Kunstwerke. Sehr einfach mit dem Handy sollte es sein, einfach Sketch senden per E-Mail, dann bekommen wir das, was in diesen Textfeldern steht, einfach per E-Mail zugeschickt. Möchte man das aber später separat auf dem Rechner verwenden, sollte man das direkt als entsprechende Dateien herunterladen. Das mache ich mal. Mit Sketch herunterladen, damit bekommen wir unser Programm in einer passenden Datei. Und HTML herunterladen. Das ist dann eine Internetseite, in der unsere Animation dann Animation, in dem unser Programm dann ausgeführt wird, beziehungsweise unsere Bilder und auch vielleicht auch schon Animationen dargestellt werden. Also ich gehe einmal hier auf Sketch herunterladen. So, hier werde ich darauf hingewiesen, dass JS ein Programm ist und dass also dass, es wäre möglich, dass man in dieser Programmiersprache auch sowas wie Viren schreibt. Aber da ich mir selbst vertraue, möchte ich diese Datei dennoch behalten. Und dann laden wir noch die passende HTML-Datei herunter. So, Programm.html. Lustigerweise werde ich hier nicht gefragt, ob ich mir sicher bin, weil eigentlich hätte ich auch diese ganze Programmiersachen in die HTML-Datei speichern können. Witzig. Gut. So, dann wechseln wir zu den Dateien. So, das Ganze sieht nun so aus. Da haben wir einmal die HTML-Datei und einmal die JavaScript-Datei. Ich öffne sie einmal mit einem Rechtsklick und öffne mit einem Texteditor. So, dann sehen wir folgenden Inhalt. Das bedeutet hier, dass es sich um eine HTML-Datei handelt, also eine HTML-Datei, das ist das, womit sozusagen alle Internetseiten geschrieben werden. Das ist, ja, man kann schon sagen, eine Programmiersprache oder eine Sprache, mit der Internetseiten geschrieben werden. Und hier sage ich dem Computer, das, was da kommt, ist eine HTML. Und dann arbeitet man mit sogenannten Tags oder Tags, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Also wir starten hier unsere HTML-Klammer, da wird sie geschlossen mit so einem Schrägstrich. Dann kommt die Kopfzeile oder den Kopfteil von der HTML-Datei und hier passierte sozusagen das Wichtigste. Einmal müssen wir unsere JavaScript-Bibliothek herunterladen und das passiert hier, indem wir jetzt sagen, okay, wir wollen ein Skript starten mit der Programmiersprache JavaScript von dem Typ Text JavaScript und so weiter. Und dann wird SRCS steht für Source, also die Quelle von p5.js und das ist die offizielle Internetpräsenz von p5.js. Wenn man das einbindet, kann man aus dem Internet sich die Befehle dann direkt holen. Und die zweite Zeile, die sieht eigentlich genauso aus. Der Anfang ist exakt der gleiche, nur der die Quelle ändert sich und das ist Sketch.js. Das ist das, was wir erzeugt haben und heruntergeladen haben. Also was in diesen Zeilen passiert ist,
einmal die Bibliothek P5.js aus dem Internet beziehen und hier die Datei, die wir selbst erstellt haben, dazu laden. So, dann sind wir fertig mit der Kopfzeile, mit dem Header-Head. Dann kommt der Körper, also das Body. Und das Body besteht eigentlich nur aus einem einzigen Element, aus dem Div-Container namens Canvas. Das bedeutet, wenn wir eine Grafik erstellen, wird sie dort reingeschrieben. Und das ist eigentlich alles, was wir für die, das ist eigentlich alles, was wir dafür brauchen, damit unser Programm funktioniert. Wenn wir nur Sketch.js auch in einem Editor öffnen. So, und das sollte uns bekannt vorkommen. Hier das Header-Teil mit Variable Canvas. Hier die Setup-Funktion, die wir geschrieben haben. Und hier unsere zwei Rechtecke. Also das war's eigentlich schon. Also das ist schon das fertige Programm, abgekoppelt von dem Skript, was wir online oder abgekoppelt von dem Editor, was wir online verwendet haben. Das funktioniert. Bis auf das Beziehen von P5.js von dem Hersteller. Eigentlich völlig unabhängig, also schon fast offline. Nun, und wenn wir unser Programm.html nur in dem Browser öffnen, bei mir ist Google Chrome der Browser, sehen wir hier unsere Datei, die wir auf dem Rechner gestartet haben. Kommen wir zur Fehlersuche. Das ist relativ schnell gemacht. Also wenn wir einen Fehler gemacht haben, zum Beispiel ich habe mich hier vertippt und dann statt rect einfach nur rec reingeschrieben habe und auf Canvas klicke. Also man sieht schon hier so einen roten Hintergrund. Das bedeutet aber noch nicht, dass wir einen Fehler haben. Also erst wenn wir aufgefrischt haben und der Hintergrund immer noch rot ist, das weist auf einen Fehler hin. Also auffrischen. Das Ganze ist immer noch rot. Gehen wir auf die Fehlermeldung und dann steht Line 8 und so weiter, dass wir einen Referenzfehler haben und Rec ist so nicht definiert. Gehen wir nochmal ins Skript und zählen durch. Die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Zeile. Da ist ein Fehler und da steht tatsächlich ein Rec ohne T. Und wenn wir das jetzt korrigieren, auf Canvas gehen, wie gesagt, jetzt nochmal auffrischen. So, die rote Hintergrundfarbe ist weg und wir sehen auch gar keine Fehlermeldung mehr. So, dann können wir einmal testen, ob wir auch mehrere Fehler gleichzeitig sehen können. Zum Beispiel machen wir Füll A und bei Stroke, sagen wir, haben wir das S vergessen. Habe ich selber noch nicht ausprobiert. Einmal auffrischen. So, der Fehler ist immer da. Fehlermeldungen. Ne, der erkennt nur den einen Fehler. Schade. So, dann einmal diesen Fehler beheben. Auf Canvas gehen. Auffrischen. Immer noch rot. Gucken, was die Fehlermeldungen sagen. Aha, Line 5. Stroke is not defined. Also gucken wir in die fünfte Zeile und fügen den fehlenden Buchstaben hinzu. Nochmal auffrischen und das alte Bild ist wieder da. So, wenn man da manchmal in der Fehlermeldung nachschaut, hat man teilweise das Gefühl, dass der Computer irgendwie beim Programmieren mitdenkt. Das ist leider nicht der Fall. Also das täuscht so ein bisschen. Also der weiß, an welcher Stelle etwas nicht geklappt hat. Bei so einfachen Programmen hat man eine ziemlich gute Trefferquote. Aber manchmal sagt die Fehlermeldung, der Fehler ist irgendwie in der letzten Zeile oder in der ersten Zeile. Aber
manchmal liegt er woanders. Also man kann sich in vielen Fällen auf die Fehlermeldungen verlassen. Wie gesagt, manchmal muss man etwas intensiver gucken, irgendwie drei Zeilen davor, drei Zeilen dahinter. Und wenn man auch da nichts findet, muss man wirklich Zeile für Zeile durchgehen. So, ich glaube, für das zweite Video reicht es das auch schon.